Ein Trainer, der sich vielleicht nächste Saison wieder auf Bayer 04 Leverkusen einstellen wird, ist ein alter Bekannter aus der Bundesliga, Julian Nagelsmann. Aktuell beim DFB tätig, soll uns, soweit wie es geht, bei der Europameisterschaft 2024 Richtung Finale tragen. Es gab eine Breaking News mit ungefähr dem Start zeitgleich dieser Show und dazu haben wir jetzt live aus München, ist es glaube ich, zugeschaltet. Florian Plettenberg, erzähl uns, was gibt's Neues aus der Causa Julian Nagelsmann? Ja, hallo zusammen. Erstmal in die Legendenrunde. Reschke Ihlbacher. Besser geht's ja kaum. Ich hoffe, der Maler benimmt sich. Ja, wir haben eben ein Transfer-Update gehabt und haben eben eine News mitgeteilt. Und zwar, es gibt jetzt eine Entscheidung beim FC Bayern. Und zwar die, dass Julian Nagelsmann tatsächlich der neue Bayern-Trainer werden soll. Die Bosse haben sich festgelegt, das hatten wir berichtet, dass nach der Absage von Xabi Alonso Nagelsmann wieder in den Fokus gerückt ist. Er war jetzt immer wieder dabei, auch auf der Liste, auch als Kandidat, aber es gibt nicht nur konkrete Gespräche, sondern fortgeschrittene Gespräche und es gibt sogar Verhandlungen mit der Agentur Sports 360 zwischen den Bayern und eben dem neuen starken Mann der Bayern, Max Eber, der Sportvorstand, zusammen mit Sportdirektor Christoph Freund. Also Nagelsmann soll definitiv der neue und alte Trainer werden des FC Bayern. Es ist auch die Rede von einem 3- bis 4-Jahres-Vertrag. Allerdings, Nagelsmann hat noch nicht final zugesagt. Das ist noch kein Done-Deal. Er hat weder dem DFB noch den Bayern zu- oder abgesagt. Aber die Bayern lassen verlauten, wir sind auf der Zielgeraden bei der Trainersuche. Wenn Nagelsmann zusagt und wenn sie die allerletzten Details klären, dann wird Julian Nagelsmann nach unserer Information der neue Trainer des FC Bayern. Petty, vielen Dank. Großen Applaus für dich, dass du dir Zeit genommen hast. Liebe Grüße nach München. Was ein Hammer. Florian Plettenberg, Experte darin, mein Showkonzept auf den Kopf zu stellen. Ich wollte über VfB Stuttgart sprechen und noch über Leverkusen. Jetzt müssen wir ganz kurz hier einmal bei Bayern rein. Julian Nagelsmann, das Comeback. Was haltet ihr davon, Flo? Ja, ich habe mich tatsächlich mit Sascha heute schon drüber unterhalten, weil wir über die Bayern sprechen wollen und auch über mögliche Trainerkandidaten. Es macht irgendwo Sinn, weil die Leute, die ihn damals geholt haben, beziehungsweise geschasst haben, muss man ja sagen, die sind nicht mehr da. Der FC Bayern möchte was Neues machen. Dass er es irgendwie im Kreuz hat, Bayern-Trainer zu sein, hat er auch schon gezeigt, auch wenn sie ihn dann entlassen haben. Ich weiß nur ehrlich nicht, das habe ich dir vorhin auch schon gesagt, ob man sich beidseitig damit so einen Gefallen tut. Weil beim FC Bayern hast du immer Druck und am Anfang der Saison oder jetzt, wenn es dann wirklich irgendwann bestätigt werden sollte, geht es die ganze Zeit darum, ja, aber damals, was war denn damals? Da haben sie dich rausgeworfen. Du bist immer jetzt irgendwie an dem gemessen, an dem Stand, wo Julian Nagelsmann gehen musste. Und ja, da haben sie nicht gut gespielt, aber da waren ja noch einige Titel möglich. Und ich weiß echt nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut. Aber der Markt ist ja auch relativ klein an anderen verfügbaren Trainern. Deswegen verstehe ich es, wenn man mit Max Eberl, neuer Vereinsführung, sagt, wir geben dieser Philosophie, die wir damals vorhatten, nochmal eine Möglichkeit. Sascha, du hast gerade genickt. Ja, ich bin dabei, Flo. Ich weiß auch nicht, ob Julian Nagelsmann sich so einen großen Gefallen damit tut, jetzt schon nach so kurzer Zeit wieder zurückzukehren. Man weiß natürlich, wenn man ihn ein bisschen kennt, dass er das Selbstvertrauen hat und, glaube ich, sehr davon überzeugt ist, dass der FC Bayern einen großen Fehler gemacht hat, ihn zu chassen. Der Zeitpunkt war auch für mich damals sehr überraschend, weil sie halt alle drei Wettbewerbe noch dabei waren. Nichtsdestotrotz, ich bin sehr gespannt, ob er auch seine Lehren daraus gezogen hat, weil ich glaube, dass er auch ein paar Fehler gemacht hat oder ein paar Dinge gemacht hat, die er jetzt besser machen muss. Das, glaube ich, ist auch klar. Ich hätte gerne einen anderen Trainer gesehen, aber ja, mal schauen, ob dann Plätti recht behält dann mit seiner Information. Jetzt habt ihr gesagt, dass sich Julian Nagelsmann damit vielleicht keinen Gefallen tut. Aber ist das nicht eigentlich eine einmalige Chance zu sagen, ich wurde vom großen FC Bayern München entlassen und die kommen auf mich zu und sehen ein bisschen mehr als ein Jahr danach ein, dass das ein Fehler war? Ich finde schon. Also ich glaube, die Leute, die ihn ja auch nicht mehr da haben wollten, die sind nicht mehr da. Insofern wäre es schon die Möglichkeit für ihn, da nochmal eine neue Chance einzugehen. Aber ich bin auch bei euch, es kann auch schief gehen, ne? Wenn du relativ schnell merkst, oh, die Ergebnisse stimmen vielleicht mal nicht und dann wird es mal unruhig und dann diskutieren alle, Mensch, schwierig, zweiter Versuch, klappt diesmal nicht so, aber dann kann es auch schnell sehr ungemütlich werden. Aber auf der anderen Seite, es ist ein hervorragender Trainer. Ich glaube, das hat er auch schon oft genug bewiesen und ich traue ihm auch absolut zu, diese Mannschaft wieder zu führen, zu übernehmen und auch zum Erfolg zu führen. Aber ja, vielleicht sollte er dann nicht mehr unbedingt Skifahren gehen. Wir haben gerade über unser Abstimmungs... die Pointe, da, ich war schon wieder am Nachdenken, da habe ich die Pointe erst verstanden. Gutes Ding. Wir haben gerade unseren Chat gefragt. Zwei Drittel halten es tatsächlich auch nicht für eine gute Idee.
Damit wird sich, wenn es denn so kommen sollte, die Nagelsmann-Tuchel-Nagelsmann-Causa-Dreiecksbeziehung dann doch nochmal für ein gutes Ende zugunsten von Julian Nagelsmann entscheiden, denn der würde dann seinen Posten beim FC Bayern München zurückerlangen. Vielleicht könnt ihr einfach den alten Vertrag nehmen und dann noch einen neuen Haken. Wiedervorlage. Geht das so einfach, Michael? Einfach alten Vertrag rauskramen? Die werden sich zusammensetzen, werden vertraglich sicherlich eine Lösung finden können. Davon bin ich überzeugt. Ich bin ganz nah bei Sascha. Ich glaube, dass Julian aus der Zeit auch ein paar Lehren gezogen haben sollte. Und wenn ihm das gelingt und man klare Absprachen hat, was Verantwortlichkeiten, was vielleicht auch viele Details im Tagesgeschäft angeht, wenn man die findet, ja, dann hat Julian Nagelsmann definitiv alle Möglichkeiten, ein sehr guter Bayern München Trainer zu werden. Das ist ja keine Frage. Ich glaube, was entscheidend ist... Von seiner Qualität her ist der top. Ja? Ich glaube, was entscheidend ist, dass er auch geführt wird diesmal. Ich glaube, dass er damals vor Bayern so ein bisschen alleine gelassen wurde mit Katar-Thema und anderen Dingen. Aber dass er da, glaube ich, weil er ist auch noch ein junger Kerl, das muss man so sagen, dass er da einfach jetzt auch mit Eberl vielleicht jemanden braucht, der ihm gewisse Themen abnimmt, dass er sich wirklich auf diesen sportlichen Bereich konzentrieren kann, weil dann, glaube ich, hat er zweifellos, hat Michael gesagt, die Qualitäten dafür. Inwiefern muss man dann auch als Verein den Trainer vielleicht anders schützen als bei seinem letzten Stint beim FC Bayern? Da wurde ja auch viel über Longboard und solche Geschichten gesprochen. Die hatten ja mit dem Sportlichen eigentlich gar nicht so viel zu tun. Also du als jemand, der in dem Verein auch gearbeitet hat, wie kann man den Trainer dann in dem Moment anders schützen und vielleicht auch stärker nach außen darstellen? Ja, Julian hat ja sicherlich eine Phase gehabt bei Bayern München, in der er zu viel zu vielen Themen Stellung bezogen hat, ja, die auch nicht unbedingt alle direkt mit der Mannschaft zu tun hatten. Da war die Corona-Zeit, dann gab es Störfeuer von allen möglichen Richtungen und Julian war immer derjenige, der gesprochen hat. Das wird sich jetzt sicherlich ändern. Max wird diese Rolle des Außersportlichen oder des Strategischen übernehmen bei den Bayern München und da den Verein vertreten. Und Julian hat dann auch das mediale Thema bei weitem nicht mehr so extrem an der Backe, wie das speziell in der Anfangsphase mal der Fall war. Und wenn ich eins mal ganz deutlich sagen darf, sorry, aber ich finde, es ist wirklich scheißegal, wie jemand zum Training kommt und was er anzieht an der Seitenlinie. Die Qualität, das Sportliche zählt doch in dem Moment. Absolut. Ja. Darf ich da ganz kurz einhaken? Also du kannst ja gerne auch dazu was sagen, aber ich finde, es ist schon, wenn du jetzt bei Bayern München Trainer bist, dann hast du da ja 15 bis 20 Superstars und die wollen auch als Superstar wahrgenommen werden und die wollen auch, dass über sie berichtet wird. Und wenn du dann natürlich auch einen Trainer hast, der da auch oft mit seinem Aussehen, mit seinem Style auffällt, dann ist das, glaube ich, schon ein Problem. Und das, glaube ich, dem musst du dir einfach bewusst sein. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob er so ein paar Lehren daraus gezogen hat. Wenn er dann die Unterstützung bekommt von der Vereinsführung, dann sehe ich eine rosige Zukunft für Bayern. Ansonsten, glaube ich, wird es vielleicht dieselben Fehler wie vorher geben. Aber was genau sagst du denn, sollte er anders machen? Ja, ich glaube, dass er sich wirklich auf die sportlichen Dinge konzentrieren sollte. Und er hat sich ja dann auch zu diesem Modethema, hat er sich ja von sich aus mal geäußert, gesagt, dass ihm das wichtig ist und dass er darauf Wert legt. Weiß ich nicht. So, ja, das kann er ja machen, aber nachdem er halt die Champions League gewonnen hat mit Bayern, von mir aus. Also ich glaube, das ist so, da muss er, glaube ich, auch den nächsten Schritt machen für sich. Wie gesagt, er muss geführt werden, vielleicht muss er sich auch von außen ein paar Leute dazu holen. Ich denke da an so jemanden wie Matthias Sammer oder so. Ich glaube, wenn du so jemanden im Hintergrund hast, ja, der dir vielleicht auch mal so ein bisschen erdet, oder jemanden, keine Ahnung, wie Michael oder sowas, der einfach schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, der vielleicht im Hintergrund mit ihm arbeitet, dann, glaube ich, kann er auch bei Bayern noch den nächsten Schritt auf seiner Karriereleiter gehen. Aber wo hast du da genau den Unterschied zu anderen Trainern in der Bundesliga gesehen, wenn wir über Julian Nagelsmann sprechen? Also Xabi Alonso, würde ich jetzt auch mal sagen, ist ein hübscher Mann. Sehr nett. Würde ich in meiner Hübschheitsskala, glaube ich, weit nach oben setzen. Und ist ja auch ein Trainer mit einem riesigen Namen. Klar ist jetzt Leverkusen rein von den Spielern, die da spielen. Ausnahme der Saison. Die haben jetzt nicht die riesen Namen gehabt wie Bayern München, aber was hat da Nagelsmann anders gemacht als andere Trainer? Weil es gibt ja auch viele Trainer-Mannschaftskonstellationen, wo der Trainer dann schon der Star ist. Wenn ich zum Beispiel auf Atletico Madrid schaue mit Diego Simeone, der da seit Jahren unterwegs ist. Ja, aber es ist ja ein Unterschied, glaube ich, ob du, also was heißt, ich glaube nicht, dass Diego Simeone von sich sagen würde, er ist der Star der Mannschaft oder sowas. Kriegt 40 Millionen im Jahr, wie man berichtet. Wie bitte? Ne? Also, kriegt ja 40 Millionen im Jahr, wie berichtet wird. Aber auch durchaus verdient, glaube ich, oder? Also ich glaube, dass der über Jahre hinweg
einfach gute Arbeit geleistet hat und was die anderen, die du jetzt genannt hast, ihm schon voraus haben, Julian Nagelsmann. Sie haben halt selber auch eine nahezu Weltkarriere hinter sich. Ne? Die hat er selber als Spieler, klar, er war auch früh verletzt, aber die hat er natürlich nicht. Und deswegen finde ich, ist es schon ein Unterschied und er muss sich meiner Meinung nach so ein bisschen anders verhalten. Auch wenn ich da im Chat nicht ganz so gut bei wegkomme. Angelo, ist dir das bei einem Trainer wichtig? Eigentlich nicht. Also prinzipiell kann ja jeder machen, was er will. Aber ich hatte zum Beispiel in U19 im ersten Training hatte ich Martin de Michelis als Trainer. Und er hatte wahrscheinlich mit dem besten Übergang, den ich je gesehen habe, bei einer Frisur. Und wir als Mannschaft, wir haben es gefeiert. Also wir haben es dann angesprochen, dass es gut ausschaut. Und deswegen muss jeder für sich selber wissen, was er macht und was nicht. Und jeder ist da anders. Aber ich persönlich, ich feiere sowas. Ja, herrlich. Also würdest du auch mit Julian Nagelsmann zusammen auf dem Longboard zum Training fahren? Zusammen? Ja, also ich kann es nicht, aber... Vielleicht bringt das dir ja bei. Gerne. Ich habe es mal versucht, so ein Skateboard, aber Longboard noch nicht. Aber es ist vielleicht auch ein bisschen risikohaft, das Ganze, dass ich mich verletze, deswegen lieber mit dem Auto. Ich wollte übrigens nur noch mal eins sagen, seriös, weil du hast vorhin im Opening mal gesagt, als wir noch nicht auf Sendung waren, hier gibt es einen mit Hemd, der will seriös wirken. Ich weiß nicht, ob du mich gemeint hattest. Nee, das ist der Darius, mein Manager. Aber ich nutze es einfach mal für mich. Das Hemd ist auch Wahnsinn, Darius. Also liebe Grüße. Ja. Sieht super aus. Ja. Ich wollte nur einfach noch mal sagen, dass man trotz alledem, also wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, ob man sich damit einen Gefallen tut, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich dachte ja, Julian Nagelsmann nach dieser Bayern-Nummer, der ist erstmal verbrannt für Top-Verein in Deutschland und für den FC Bayern sowieso, ja, nach dieser ganzen Nummer. Und da muss man auch dem FC Bayern irgendwo Respekt zollen, wenn man sagt, nee, wir geben genau dem nochmal eine Chance, weil wir wollen vielleicht auch im Kader etwas Neues machen. Und auch jetzt in der Außendarstellung, Klamotten hin oder her, bei der deutschen Nationalmannschaft, macht es ja auch gut. Er hat dafür gesorgt, mit dem Auftreten, mit dem Leistungsprinzip etc. pp., dass man jetzt wieder an die DFB-Elf so ein bisschen glaubt. Und wenn er das beim FC Bayern vielleicht auch hinbekommt und wenn man den Kader so umstellt, wie er es vielleicht auch möchte, auch Hoeneß hat ja gesagt, so ganz zufrieden war ich mit dem damaligen Ende auch nicht. Deswegen sage ich, Respekt an den FC Bayern, dass man das macht, weil wir Medien reden immer darüber, was wollt ihr mit dem und ach Gott, ihr tut euch keinen Gefallen, denkt doch mal an damals. Aber wenn es gut läuft, sitzen wir in einem Jahr wieder hier und sagen, hey, beste Entscheidung, den wiederzuholen. Fast zu Jupp Heynckes-mäßiger Move. Ja? Also dementsprechend bin ich gespannt, was daraus wird. Aber die Kehrseite der Medaille ist ja, der DFB hat jetzt mal wieder einen Trainer, wo wir alle sagen, boah geil, endlich bewegt er mal wieder was, jetzt geht's mal wieder los. Dann macht er ein Turnier und ist wieder weg. Das wäre auch irgendwie schade, oder? Ja, klar. Ich finde es super, dass du über die tollen Nominierungen von Julian Nagelsmann gesprochen hast und hier sitzt Angelo ohne Anruf. Was? Ich habe nicht tolle Nominierungen gesagt. Ja, aber er kann ja nicht alle Stuttgarter mitnehmen, das wäre dann auch irgendwie blöd. Angelo, sorry. Aber Angelo ist noch jung, du hast noch Zeit, du wirst noch deine Turniere spielen, glaub mir. Wenn du so weitermachst. Ich hoffe es.